Ja, Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit Ada unterwegs und wir haben folgendes Setup dabei: manifeste Reste gewieft, gebaut für die Ewigkeit und Superhit. Ich glaube, das ist kein random Setup, das passt dafür zu gut zusammen. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los und ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Ah, oh, der gute alte Behandlungsbereich. Oh, okay. Bei DBD, ja, wie gesagt, mit dem Balancing braucht man gar nicht anfangen. Es wird halt auch nie ein gebalancedes Spiel sein, weil es einfach dafür viel zu viele Killer gibt. Otzi! So, du wirst das Spiel niemals vernünftig gebalanced bekommen. Über den Punkt sind wir auch schon seit geraumer Zeit drüber hinweg. Die kommt hinterher, verdammt! Ah, jetzt die starke Palette schon ziehen. Super Hit in die Sackgasse. GG Grenz, du bist ein richtiger Pro in dem Game. Nice. Jetzt hat er Tequila angekotzt. Normalerweise kenne ich nur, dass Leute von Tequila kotzen. Dann holen wir uns mal unsere Taschenlampe. Damit sich was ändern, müsste Behavior durchgreifen. Durch die, ja, das ist halt die Sache. Die Community wird dann ihr Verhalten nicht ändern. Wie gesagt, es gibt halt Leute, die teabaggen und die sluggen seit Tag 1. So. Und es gibt halt immer mehr Leute, die sich da mitreißen lassen, weil. Keine Ahnung. Machen ja alle. So ein Ding ist es dann halt oftmals. Einzige, was man halt machen kann, ist einfach für sich zu entscheiden, dass man es nicht machen will und fertig. Und dann muss dir halt scheißegal sein, was die anderen Leute machen. Die meiste Kombi, die du siehst, Hyperfokus, Stakeout und beweise dich. Echt? Ich weiß nicht, ich finde die Kombi, klar, die kann schon stark sein. Aber ich habe die echt selten gesehen in letzter Zeit, muss ich sagen. Also wirklich mega selten. Also Stakeout so gut wie gar nicht mehr. Und ich muss sagen, Hyperfokus sehe ich auch sehr, sehr selten in letzter Zeit. Ich mache den Generator noch kurz fertig und dann gehe ich helfen. Nö, gehe ich nicht, weil da schon jemand ist. Aber es ist halt ja eh immer nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gesamtbild, was man natürlich selber mitbekommt. Weiß gar nicht, vielleicht gibt es aber irgendwann wieder so eine Statistik. Da ist sogar noch jemand dran. Let's go. Oh, gerade erst angefangen. Der Killer hat sich hochgeheilt, Leute. Ist natürlich ein bisschen bitter, weil der eine, der da hängt, der sowieso schon verseucht ist. Ich geh mal hin. Ja, ich spiele in letzter Zeit spiele auch wieder vermehrt Solo-Queue, muss ich sagen. Also klar, ab und an auch noch mal so mit der Crew, ne? Dass wir dann irgendwie gemeinsam den Stream anschmeißen oder so. Aber ich habe in letzter Zeit auch mal wieder ein bisschen mehr Solo-Queue gemacht. Früher habe ich ja wirklich ausschließlich eigentlich Solo-Queue. Lange Zeit. Aber ja, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich finde die Diskussion, das ist halt einfach so. Man kämpft halt einfach gegen Windmühlen. Entweder die Devs müssen da halt irgendwie was machen oder, ja. Ich glaube, das ist einfach. Man verschwendet da so einfach zu viel seiner Zeit einfach. Wenn man sich zu viele Gedanken da macht. Ich würde ja wieder die Palette um die Ohren trümmern am liebsten. Boots, damit ich wieder ein bisschen wegjieten kann. Ich dachte, jetzt kommt ihr hier wieder hinter mir her.
Aber Solo-Queue ist halt auch immer so eine richtig schöne Wundertüte, ne? Manchmal hast du halt Leute, die... Achso. Search, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Manchmal hast du halt die Leute, wo richtig geil dann alles läuft und manchmal geht alles komplett im Bach runter. Ich werde mich jetzt hochheilen schnell, weil sie gerade wieder super Kotze hat. Hey Wolfsblut, moin moin. Zieh durch. Immerhin den Sprintboost noch bekommen, Kappa. Du hast halt oft bei manchen das Gefühl, dass sie absolut keinen Spaß mehr an DBD haben, aber es ist aber trotzdem aus Zwang. Ja, das ist halt die Sache, die ich vorhin meinte, so. Unterm Strich müssen die Leute ja, auch die Leute, die jetzt halt wirklich nur Killer-Mains sind, sozusagen, also, die müssen ja immer noch irgendwas finden an dem Spiel, was sie dann trotzdem noch das Spiel spielen lässt. Wenn es halt nicht eben dieser Masochismus ist, den ich gerade angesprochen habe, aber weiß ich nicht. Das ist halt manchmal echt wild, so. Ist ja niemand gezwungen, Dead by Daylight zu spielen, so. Die meisten Leute haben in der Steam-Bibliothek bestimmt noch mindestens 50 andere Spiele. Du zockst gerade nur wegen Event. Aber ich meine, das Event ist doch nicht mal jetzt richtig krass was Besonderes oder so. Oder was feierst du am Event so? Also das Event zum Beispiel würde mich jetzt gar nicht so wirklich hinterm Tisch hervorholen, wenn ich ehrlich bin. Weil, ganz ehrlich, was gibt's denn jetzt im Event? Schneemänner so, ja okay, aber das war's dann auch schon. Skins kostenlos. Aber wirst du die jemals benutzen? Oder hast du nicht sowieso schon deine Skins, die du cooler findest? Du bekommst nur mal mit, dass so viele Leute wegen FIFA ausrasten. Wegen dem Ultimate Team oder generell wegen FIFA? Ich meine, es zeigt ja auch so eine gewisse Leidenschaft, wenn man sich so sehr über das Game aufregen kann, ne? Das zeigt ja schon, dass man da emotional auf jeden Fall irgendwie drin ist, was ja an und für sich schon mal was Gutes ist. Aber manchmal manchmal ist das, was Wanne sagt, schon so. Man hat das Gefühl, dass für manche Leute so eine richtige Obsession ist, irgendwie. Bei FIFA hast du schon Sachen fliegen sehen. So, wollen Sie mich einmal befummeln? Okay, man kann es auch noch deutlicher sagen. Danke. Hallo Knechti. Die Obsession muss sterben. Was man hat, hat man. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich geguckt, was es für Skins gerade gibt, aber... So viele coole Skins bei DBD, ich glaube, da müssten die schon wirklich richtig einen geilen Skin raushauen, dass ich mir so denke, okay, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust, dieses Spiel zu spielen, aber spiele es jetzt nur fürs Event. Also jetzt nur generell gesprochen, nicht auf dich. So, Cartman hängt. Andere Ausgabe war, glaube ich, genau gegenüber. Ich spiele mit Randoms. Ich war erst einmal am Haken. Ich versuch's mal so. Es wird halt wahrscheinlich wieder wild werden. Ich hoffe, dass die anderen Leute halt auch da sind. Sie steht da.
Danke fürs Blocken, alter Ace. Was ist denn falsch mit dir? Ah. Wieso blockt er mich denn? Einer ist hinten am Ding. Wo ist denn der dritte? Da steckt sich einer etwa wieder im Schrank, Leute? Bitte nicht. Okay, da wird jetzt auf jeden Fall gerettet erstmal. Dankeschön, Katie. Was ist denn die Mac? Ich habe das Gefühl, die Mac macht wieder nicht mit. Die steht wahrscheinlich irgendwo im Schrank, im Ausgang oder so. Okay, ein Ausgang ist offen. Ja, die ist raus. Alles klar. Let's fucking go, Kate! Da, schluck das, du Luder. Eieiei. Aber die Mac war auch wieder sehr wild. Ich meine, die war dead on hook. Und ich bin auch eher dann mit Randoms dazu geneigt, rauszugehen, aber... Ein Tank in Ehren kann doch keiner verwehren eigentlich, oder? GG. Krass, die hatte sogar auch noch Pop dabei. Eier, Slowdown und Korrupte. Nicer Dicer, ich habe keinen Totem gemacht, let's go. Am Ende hat's noch geklappt, Leute, und die Kate ist rausgekommen. So muss es sein. GG an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so war, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Kommentar da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.